So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen auf meinem Channel. Sieht man das hier? So, von nun an tragen wir jetzt Sonnenbrillen. Oxymiron fordert Kollege heraus. Unser heutiges Thema bei Rap Talk. Wir starten das Video nach dem kurzen Intro. Rap Talk bei Doggy3DL. Ja, Freunde, von dem Rapper Oxymiron habe ich davor ehrlich gesagt noch nie gehört. Kollega ist mir ein Begriff. Ich glaube, Kollega ist für vielen von euch ein Begriff, aber Oxymiron kennen wahrscheinlich die wenigsten. Oxymiron hat in einem Interview mit Roos bei Was los? Ausgesagt, oder besser gesagt, er hat eine Forderung. Und zwar fordert er Kollega zu einem Battle Rap Turnier 1 gegen 1. Ich blende euch mal kurz diesen kleinen Clip ein, Freunde, damit ihr mal seht, was ich überhaupt meine, ja. Nein, ich sag dir wer. Ich bin auch deswegen heute hier. Wer denn? Kollege. Du bist ganz klar. Herausforderung. Ja. Ganz klar. Und ich kann auch erklären, warum. Ja. Aber alles ist logisch und rational. Aber er ist doch kein Battle-Rapper. Ich weiß. Aber ich habe auch nie auf Deutsch gerappt. Er hat vor ein paar Jahren bei so einem Interview, ich weiß nicht mehr, wo das war, vielleicht kannst du das auch später einblenden, gesagt, ich fordere deutsche Rapper raus, aber ich will nicht so jemanden, so einen Battle-Rapper und so weiter herausfordern. Es muss jemand sein, der auf Augenhöhe ist. Hat er gesagt. Könnt ihr so nachschlagen später im Interview. So, Kollege hat vor 2-3 Jahren ungefähr bei Don't, wie heißt das hier, Don't Let the Label You, glaube ich. Das ist, glaube ich, auch so eine Art, ich habe das jetzt nicht gegoogelt, Freunde, das ist auch so eine Art Battle-Rap-Turnier. Die hatten ein kurzes Interview mit Sayed, Kollege und noch ein paar anderen gehabt. Ich blende euch mal kurz den Clip ein, den Oxymiron meint, damit ihr mal wisst, was ich genau meine, Freunde. Weil du mal einen Post auf Facebook gemacht hast, dass du theoretisch mal Bock hättest, so ein Battle zu machen. Also ja, so ein A Cappella-Battle. Und hast dann so ein paar Names gedroppt. Ja gut, das war zu einer Zeit, da hatte ich gerade mein Album rausgebracht und das ist natürlich wieder durch die Decke gegangen, wie Feuerwehrmänner. Oder wie fast jedes vor. Album. Ja, ja, aber da war natürlich wieder dann das Selbstbewusstsein meinem Boss wieder natürlich aufgetankt frisch. Ne? Und er hat dann natürlich wieder weit aus dem Fenster gelehnt und hat dann so Namen rausgefordert wie Sammy, Savage, weiß ich nicht, ich glaube alle so. Ne? Einfach mal in die Runde geworfen, einer der Großen muss es sein, ist auch verständlich. Aber ich will nicht so jemanden, Battle-Rapper und so weiter herausfordern. Es muss jemand sein, der auf Augenhöhe ist. Hat er gesagt. Könnt ihr so nachschlagen später. Der muss jetzt gar nicht so überkrass die Zahlen, die ich habe, irgendwie erreichen, annähern. Das ist auch unrealistisch, wenn man ehrlich ist. Das schafft ja keiner. Ich habe mehr Subscriber als der. Ich habe mehr Views als der. Ja, größte Show, 22.000, letzte Solo-Show in Moskau. Ich weiß nicht, ob der das gebracht hat. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Nur, es muss zumindest einer sein, der schon lange dabei ist, über den man viel weiß, der eben präsent war in der Öffentlichkeit. Der halt eine vergleichbare Angriffsfläche bietet. So, ja? Es gibt einfach viel zu viele Parallelen. Ja? Wir sind zwei Industry Artists, die vor 10, 15 Jahren angefangen mit Online-Battles. So, bei mir war das Hip-Hop-Pro, bei RBA, wie ist das? RBA, RBA, genau. Ja. Wir sind beide zu riesengroßen Stars in unseren jeweiligen Ländern herangewachsen. Ich muss irgendwie eine Karriere sehen. Deswegen habe ich auch genau diese Karriere dabei kaputt gehen, die auch wo der Typ halt auch was riskiert. Ne? Okay, da muss auf jeden Fall auch eine Karriere mit bei kaputt gehen, hat er gesagt. Oh, krass, 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 Freunde. Ich habe auch Schiss davor, auf Deutsch gegen Kollegen zu betteln. Ganz ehrlich. Und natürlich wird er, wenn er das Video sieht, auch Schiss haben. Wir reden jetzt ja auch nicht von der Fraktion, die irgendwie 4.000, 5.000 Platten verkauft oder so. Und dann sollen gerne diese Leute auch einmal Gold gehen. Dann findet dieses Battle statt. Gerne auch gegen ein, zwei, drei Leute gleichzeitig. Die sollen ein ganzes Team aufbauen. Ayib, ja, bleiben auf dem Teppich, ja. Was stellst du hier einen da, einen hin und die stellst den Boss hier hin und er battelt die alle in dem Radius hier. Ja, was denkst du denn? Alter. Kollege hat er natürlich richtig einen rausgehauen, Freunde. Ja, also so, er will natürlich einen vergleichbaren Gegner haben und den hat er mit Oxymiron jetzt. Also es spricht nichts dagegen, Freunde. Wenn er diesem Battle jetzt nicht zustimmt, Freunde, dann weiß ich auch nicht, Alter. Also er hat es ja gewollt, hat große Fresse bewiesen im Prinzip und jetzt muss er natürlich dem Ganzen natürlich zustimmen, Alter. Das wird ein geiles Match, Alter, ehrlich. Das wird geil. Kollege gegen irgend so ein Oxymiron, der ja auch mittlerweile schon viel Reichweite hat und auch schon ein bisschen auf seiner Wellenlänge ist, Freunde. Genau das, was beide wollten, ja. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Kollege hat sich bis jetzt noch nicht dazu geäußert, Freunde, aber ich kann euch gerne den Link zu dem Video unten gerne einblenden, dann könnt ihr euch das mal komplett reinziehen. Ist auch nicht so lange, Freunde, das kann man sich wirklich in 10, 20 Minuten durchschauen, durchswippen.
Sehr interessantes Video, kann ich euch auf jeden Fall nur ans Herz legen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Freunde, dieses kurze Video dazu. Ich werde natürlich in den nächsten Wochen natürlich ein bisschen mehr darüber berichten, Freunde. Es würde mich freuen, wenn euch dieses Video gefallen hat. Dann lasst mir ein Abo da und, ach nee, wir haben ja extra so ein Intro dazu, ne? Ich danke euch fürs Einschalten, meine lieben Freunde, und bis die Tage. Abonniert meinen Kanal, lasst ein Like da bis und bis demnächst.